Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2, der Randomizer Nuzlocke Challenge im Hürdenmodus. Beim letzten Mal haben wir die Stadt Tessera erreicht, über die wir eine ganze Menge Hintergrundinformationen bekommen haben. Zum Beispiel, dass hier in der Gegend ein Wesen, eine Kreatur, vermutlich ein Pokémon hausen soll, das Menschen und andere Pokémon frisst. Allerdings tritt es nur nachts hervor, weswegen die Einwohner nachts immer in ihren Häusern bleiben. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Und dieses Pokémon, angebliche Pokémon, könnte vielleicht auch irgendetwas mit Seekrom zu tun haben? Man weiß es nicht. Als wir die Stadt weiter erkunden wollten, trafen wir auf Matisse, der fragte, ob wir irgendwelche Team Plasma-Mitglieder hier gesehen hätten. Und genau in dem Moment kamen zwei Team Plasma-Mitglieder. Und jetzt wollen wir uns gemeinsam mit Matisse diesen stellen. Nur damit du es weißt, ich bin jetzt richtig sauer. Ich war noch nie vorher sauer, aber jetzt bin ich richtig sauer. Denn unser lieber Freund Matisse hat ja nur ein Ziel, nämlich das Fididou seiner kleinen Schwester zurückzuholen. Ob ihm das gelingen wird? Wir werden es noch irgendwann erfahren. So, jetzt kämpfen wir erstmal gegen Viola Sois, einen ehemaligen Weisen von Team Plasma, also einen sehr hochrangigen Mitglied. Der kämpft mit einem Frigometri, so heißt es. Und sein Rüpelkollege mit einem Golbat, und das ist auf Level 46. Das Frigometri. Und bei dem Viech muss ich immer überlegen. Hatte das Ding eine gute Spezial- oder eine gute physische Verteidigung? Eine der beiden Werte war sehr hoch, der andere wiederum sehr schlecht. Aber welcher war das? Ich habe übrigens offscreen, bevor wir in den Kampf gegangen sind, Smogmog den Feuersturm noch beigebracht und der könnte uns jetzt sehr, sehr hilfreich sein. Haben wir beim letzten Mal hier im Pokémon Center in Tesseras TM gekauft. Ich habe auch überlegt, unserem Admurai noch Blizzard beizubringen, aber hab's erstmal sein lassen. Und ich denke, ich werde diesen Feuersturm gleich einmal einsetzen. Und zwar natürlich auf Frigometri. Oh, der holt aber erstmal das Lichtschild raus. Was ein Indiz dafür ist, dass die Spezialverteidigung seine schwächere Verteidigung ist. Bibo setzt erstmal Agilität ein, obwohl er sowieso fast am schnellsten war. Wir sind mit Abstand am langsamsten. Windschnitt von Golbat trifft Ivor sehr effektiv. Macht aber weniger Schaden, wollte ich sagen, als uns. Aber wir haben auch den Volltreffer abbekommen. Feuersturm kommt durch. Aber das macht gar nichts. Ist doch die Spezialverteidigung sein guter Wert? Und durch das Lichtschild wird dieser Schaden ja nochmal halbiert. Deswegen der Feuersturm trotz 120er Stärke sehr effektiv, macht das überhaupt keinen Schaden. Wir sollten also zu einem physischen Angreifer wechseln. Und davon haben wir ja ein paar. Machomalte wäre, denke ich, jetzt nicht so die gute Wahl, wegen Windschnitt und allgemein Flugattacken von Golbat. Wir gehen mal zu Jordan raus und hoffen, dass Bibor, dass Matisse irgendetwas Sinnvolles macht. Giftdieb, ja, das ist nicht so schlecht. Mal gucken, wie viel Schaden das bei Frigometri macht. Ja, eindeutig, die physische Verteidigung ist ganz klar der Schwachpunkt. Sonst hätte das nicht ausgereicht. Gute Arbeit, Dibor. Gute Arbeit, Matisse. Und der Witzschnitt attackiert wieder beide. Und das war diesmal ein Volltreffer gegen Dibor. Und gegen Jordan, gegen beide einen Volltreffer. Holy shit, was ist da denn los? Und der hat noch ein Sneebel. Level 48! Holy fuck! Hat eine Schwäche gegen Käfer und gegen Gesteinsattacken. Aber ich gehe tatsächlich lieber auf den Steinschädel? Warte mal, welche Stärke hat ein Vieländer? Denn Sneebel darf man, auch wenn es kein voll entwickeltes Pokémon ist, nicht unterschätzen. In der zweiten Generation war das ja noch ein Basis-Pokémon.
und hat von daher auch relativ gute Werte, gerade im physischen Angriff. So, aber eben gucken. Feedender hat eine Stärke von 120. Steinkante nur von 100. Feedender würde also eine Stärke von 240 haben und wäre damit auf jeden Fall auch besser als der Step Steinschädel. Ich wollte erst Steinschädel sagen. Steinschädel. Also Feedender auf Sneebel sollte auf jeden Fall ausreichen. Gifthieb. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Wird nicht ausreichen, es sei denn, Bibor entscheidet sich zu quitten. Und dadurch wird der Feedender auf Golbat weitergeleitet, der diese Käferattacke vierfach resistet. Bibor fast down. So, der Feedender wird überhaupt nichts machen. Ja, vierfach resistiert von Golbat. Hätte ich das gewusst, dass Bibor auch Sneebel wegquittet, hätte ich direkt die Steinkante drücken können. Aber wer kann das denn ahnen? Oh, und Matisse setzt sogar Items ein. Ich muss sagen, in diesem Kampf sind er und Bibor tatsächlich mal eine Hilfe. Und Golbat bleibt einfach stur beim Windschnitt. Und schon wieder ein Crit. Ja, ich weiß, Windschnitt hat eine erhöhte Crit-Chance, aber das hat mir jetzt ein bisschen zu häufig einen Volltreffer gelandet. Apropos Volltreffer, die Steinkante war ebenfalls ein Crit. So, ich glaube, ein Pokémon hat er noch. Depot. Oh nein. Deponitox. Die Hässlichkeit in Person. Beziehungsweise die Hässlichkeit in Pokémon. Haben wir schon mal eins gesehen in diesem Spiel? Ich glaube nicht, oder? Ein trauriges Debüt. Und ich möchte es schnellstmöglich vom Bildschirm verschwinden lassen. Bibor kann leider nichts anderes als den Gifthieb. Macht aber immerhin ein bisschen Schaden. Oh, und er hat die Fähigkeit Bruchrüstung. Die bewirkt, wenn er physisch angegriffen wird, dass seine Verteidigung sinkt, aber die Init dafür geboostet wird. Und durch diesen Init-Drop sollte die Dampfwalze vielleicht sogar jetzt ausreichen. Bibor steckt es auf jeden Fall weg. Boah. Aber leider auch die Ponytox, dessen Init gesenkt wird, aber gleichzeitig wieder gesteigert wird, weil wir ihn physisch angegriffen haben. Auch interessant. So, Sägesang führt ein bisschen auf. Und er kommt mit einem Body Slam auf Bibor. Ja, ist okay. Ach, und das Lichtschild war die ganze Zeit noch aktiv. Nicht, dass wir mit Spezialattacken angegriffen hätten, aber trotzdem habe ich komplett vergessen. Aber ist egal, Bibor mit dem Gifthieb gegen das Gift-Pokémon. Mit dem entscheidenden Hieb und dem entscheidenden K.O. So, der Typ von Team Plasma hat uns beim letzten Mal ja auch ein bisschen über seine Philosophie, über die Philosophie von Team Plasma gelabert. Und das, obwohl mir Meister Viola Zeus zur Seite stand, wer in aller Welt seid ihr? Ja, Rotzlöffel erinnert mich an das, was vor 2 Jahren geschah. Aber im Moment gibt es wichtigere Dinge. Wie wir gehört haben, befindet sich das Objekt, nach dem wir suchen, mit einiger Wahrscheinlichkeit in Twin Drake City. Wir müssen unsere Spielstunde leider auf ein andermal verschieben, meine Kleinen. Aber warum verriet er uns das? Warum? Ich verstehe das nicht, warum die Bösewichte immer so plaudermäßig drauf sein müssen und alles herausposaunen. Hoppala, da hau ich glatt gegen meine Tischkante, weil ich das nicht verstehe. Na gut, verzieht euch. Stehen geblieben! Mann, der ist ja wirklich sauer. Nicht, dass wir ihn anders kennen, den guten Matisse. Gut, da haben wir Team Plasma erstmal wieder zurückgeschlagen. Und wir haben gerade gehört, sie sind zufällig auf dem Weg nach Twin Drake City. Also dort, wo auch wir hinwollen. Um mit Lysander, den Drachenmeister, zu sprechen, der gleichzeitig auch Arenaleiter dort ist. Also da können wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ist das nicht schön? So, bevor wir uns weiter Richtung Westen aufmachen, können wir hier noch irgendwas erkunden? Ne, da oben waren wir beim letzten Mal schon. Aber wir haben ja beim letzten Mal gesehen, es gibt noch ein kleines Außenareal. Und das gilt schon als neue Route. Wartet mal ganz kurz.
Habe ich hier wirklich keinen Ausgang oder so verpasst? Nochmal auf Nummer ganz, ganz sicher gehen. Aber ich glaube nicht. Wir haben hier alles abgegangen, was abzugehen ist. Mit dir haben wir noch nicht gequatscht. Hast dich unter der Brücke versteckt. Da brauchst du deinen Schirm auch nicht, wenn du unter der Brücke stehst, mein Fräulein. Gut, dann geht's weiter auf der Route 12. Auf dem Schild steht, passenderweise Route 12. Wer hätte es gedacht? Und wenn man die 12 umdreht, welche Zahl bekommen wir dann? Die 21. Alles führt immer wieder zur 21. So, ich glaube, das Item, ein Sturmisierer. Haben wir von, genau, das haben wir das letzte Mal von da oben gesehen. In Tercera selbst gibt es also keinen Encounter. Aber hier auf der Route 12 können wir uns den nächsten fangen. Wenn wir jetzt hier zufällig einen Electek fangen sollten, dann können wir das direkt mit dem Elektrisierer, oder könnten wir es theoretisch mit dem Stromisierer, so heißt es, zu einem Elevoltec entwickeln. Hier finden wir erstmal Zink. Können wir wieder verkaufen. Und hier ist noch irgendwo ein verstecktes Item. Ein Steinknochen. Was macht der noch? Ist das ein Item für Tragosso? Beziehungsweise Knogger? Nö, ist einfach nur ein Knochen, den wir mal wieder verkaufen können. Hey, wir haben ja so wenig Geld. Da kommt das genau richtig. So, da sind zwei Pokebälle und da sind zwei Kämpfer, gegen die wir noch kämpfen müssen. So, hier finden wir Protein. In der Nähe von zwei Kampftrainern, passenderweise. Und hier finden wir noch ein Puporstück. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt mit gerechnet, dass das ein Tampignon ist. Aber nö, zwei Items nehmen wir auch gerne mit. Und ich würde vorschlagen, bevor wir unseren Encounter fangen, kämpfen wir erstmal gegen die Kampftypen. Und ja, Smogmog, Furzplosiv kann da ruhig erstmal vorne bleiben. Zumindest gegen die erste Trainerin, der wir uns einfach mal in den Weg stellen, buchstäblich. Hä, noch nicht schlapp machen. Das Feuer lodert in mir. Nicht nur in dir, mein Freund. Und apropos Feuer. Hallo, Niasa. Wir haben ein Pokémon mit der Attacke Feuersturm. Das ist meine innere Flamme, die in Smogmog lodert. Macht zwar überhaupt keinen Sinn, was ich gerade erzähle, aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht, eventuell, gegebenenfalls. Hallo Strepoli, Level 45. Holy shit. Die Level ziehen wieder ein bisschen an. Aber wir sind zumindest typentechnisch im Vorteil. Feuersturm hat natürlich die Chance, den Gegner zu verbrennen, was ihm mit Adrenalin wieder einen Boost vergeben würde. Deswegen greife ich lieber zur Matschbombe. Ist immerhin Step drauf und ist treffsicherer. Und macht über die Hälfte an Schaden. Sehr schön. Grimasse halbiert unsere Initiative. Dadurch wird Strepoli auf jeden Fall schneller sein. Ich glaube, der hatte auch ein paar Proteine zu viel, oder? Meine Fresse, trägt er diesen Balken jetzt sein ganzes Leben mit sich rum? Und wo kommt dieser Balken überhaupt her? Wenn sich seine Vorstufe entwickelt, hat das dann automatisch diesen Balken in der Hand? Wenn ja, wo kommt er her? Und warum tragen alle Strepoli den gleichen Balken? Fragen über Fragen, wir greifen zur Matschbombe, denn er senkt nochmal unsere Init. Soll er tun, ist mir völlig wurscht. Denn diese Strepoli ist tot. Besiegt. Und zum Dank. Der zweite, der Level 44 erreicht. Nämlich Smogmog. Mit ein paar schönen Boost-Erhöhungen. Und ein Linfu kommt rein. Ein Kampf-Pokémon, das wir noch nicht gesehen haben, glaube ich, oder? Aus dieser fünften Generation. Wie viele Kampf-Pokémon, guter physischer Angriff, allerdings was die Verteidigungswerte angeht, nicht so stark. Und der Sprungkick geht auch noch daneben. Und Sprungkick hat den gleichen Effekt wie der Turmkick. Sollten die Attacken nämlich verfehlen, ihr habt es gesehen, wird dem Anwender die Hälfte seiner KP abgezogen. Und ich glaube, eine Schlammbombe hätte sogar bei voller Gesundheit ausgereicht. Deswegen hatte das arme Limfu keine Chance, diese Schlammbombe, diese Matschbombe natürlich, zu überstehen.
So, der nächste Kampftyp wartet. Und die Frage ist, mit wem gehen wir da rein? Da müssen wir ja schon fast mit Ottifanta die Sache hoffentlich regeln. So, Radar bitte wieder eingeschaltet, denn da ist noch irgendwo ein Item. Irgendwo hier. Hier liegen ja nur Drogen rum. Proteine, Calcium. Fehlt eigentlich nur noch Eisen. Aber das finden wir bestimmt auch noch. Vielleicht nach dem Kampf gegen diesen Karate-Typen. Was hat er zu bieten? Michio. Ein Scaraborn. Oh. Interessantes Pokémon. Level 46. Ein Käfer-Kampf-Pokémon. Wir haben zwar nichts Effektives, aber er dürfte auch nichts Effektives für uns haben. Von daher greifen wir einfach mal zum Surfer. Nahkampf. Das kann wehtun. Holy shit, war das ein Schaden. Aber durch den Nahkampf wird seine beide Verteidigungswerte gesenkt und dadurch sollte der Surfer ausreichen. Volltreffer. Ich bin mir unsicher, ob es ohne Volltreffer ausgereicht hätte, aber ich vermute schon. Die Verteidigungswerte von Scaraborn sind jetzt nicht die allerbesten. Aber wie wir gesehen haben, sein physischer Angriff, holy moly, der haut rein. Volltreffer hätte uns den Tod beschert. Aber Gott sei Dank war das kein Volltreffer. Und Ottifanta konnte dem standhalten und dadurch auch Level 44 erreichen. By the way, ganz allgemein, viele Kampf-Pokémon haben wir noch nicht gesehen in diesem Let's Play, oder? Gerade aus dieser Generation, wo aber ehrlich gesagt auch, ich glaube, sehr wenige Kampf-Pokémon dazugekommen sind. Mir fällt tatsächlich gerade nur Linfu und seine Weiterentwicklung ein. Plus, wie hießen die beiden Kampf-Pokémon noch? Diese mit ihren Karate-Anzügen, die fast so aussehen wie die Karate-Typen hier. Oh, wie hießen die denn noch? Karadonis hieß das eine von denen. Ihr wisst ganz bestimmt, welches ich meine. Hallo, wackelndes Gras. Nee, wisst ihr was? Diesmal gehen wir nicht, danke für den Top-Beleber, wieder zum Verkaufen. Diesmal gehen wir nicht in ein wackelndes Gras, sondern... Wobei, wir könnten auch hohes Gras nehmen, oder? Nee, komm, wir gehen einfach ins normale Gras. Denn da hatten wir zuletzt relativ viel Glück. Und wenn ich ehrlich bin, jetzt müsste eigentlich mal wieder so ein schlechter Encounter kommen, oder? Route 12. Irgendwann musste mal wieder ein schlechter Encounter kommen. Ja, wobei, so schlecht ist der auch nicht. Ein Vonera, bei dem ich mich nur eben frage, wie entwickelt sich das Ding? Ich glaube, es braucht einen ovalen Stein, den wir, glaube ich, sogar im Inventar haben. Aber muss es durch Tausch entwickelt werden? Ich bin mir gerade unsicher. Wir werden es auf jeden Fall fangen. Chanera bzw. Hytera sind auch sehr gute Pokémon. Die vielleicht beste spezielle Wall, die es im Pokémon-Spielen gibt. Und haben natürlich auch extrem viel KP. Allerdings dürfen wir es nicht physisch angreifen, denn jeder physische Angriff wird wahrscheinlich zum Tode führen. Deswegen, wir müssen speziell angreifen und gehen mal zu Amperino raus. Denn eine Stampauke sollte das kleine Baby-Pokémon Vonera locker standhalten. Imitator. Wir haben noch keine Attacke eingesetzt, mein Freund, deswegen kannst du nichts imitieren. Wir gehen mal zur Donnerwelle. Als erste Amtshandlung. Und dann werden wir gleich mal zur Stampauke greifen. Und es bekommt gleich mal die Fullpara. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass Vonera irgendetwas kann, was uns ernsthaft gefährdet. Ja, der Schaden ist okay. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau richtig. Eine Stampauke hältst du auf jeden Fall noch aus. Aber eine weitere wird, glaube ich, schon schwierig. Wir werden es gleich mal probieren. Wobei, wenn du jetzt Stampauke machst, wird unser Spezialangriff ja gesenkt. Das ist gar nicht mal so doof, denn dadurch solltest du nur noch eine weitere Standpauke überleben. Aber ich probiere es erstmal so. Mit Pokebällen haben wir für dich einen Heilball.
Oh, das wäre perfekt, oder? Also, auf welches Pokémon als Hytera, Monera und Chanera würde ein Heilball besser passen als zu diesen dreien? Aber da möchte es anscheinend nicht drin bleiben. Bitterkuss. Verwirrt uns. Ich meine, ich bin sowieso schon verwirrt, aber unser Pokémon wird jetzt auch noch verwirrt. Doppeltes Verwirrspiel. Aber Minus und Minus ergibt nicht immer Plus. Ich glaube, ein Heilball hat sogar eine schlechtere Fangquote als ein normaler Pokéball. Von daher, wir probieren es mal mit einem stinknormalen Pokéball. Da würde es bestimmt schon drin bleiben, oder? Ich glaube nämlich nicht, dass du eine niedrige Fangrate hast, oder doch? Das überrascht mich doch jetzt gerade, dass du schon wieder ausbrichst. Mein kleiner Wonneproppen. Mein kleines Vonera. Das gleich unsers ist. Hoffentlich. Komm schon. Auf jeden Fall auch ein schönes Routen-Pokémon, das jetzt unser ist. Für die Route 12 Vonera. Ich muss echt sagen, so in den letzten Pokémon, die wir alle gefangen haben, allesamt brauchbare, wirklich sehr brauchbare Pokémon, die wir alle problemlos mit ins Team nehmen könnten. Und da reiht sich Vonera auf jeden Fall auch mit ein. Spitznamen, wie immer, werde ich offscreen irgendwann bei Gelegenheit mal vergeben. Und inzwischen ist es hier auch vollkommen Nacht geworden, denn es ist gerade 21:02 Uhr. Und ja, das ist der Beleg dafür. Ab 21 Uhr ist es Nacht. Und nachts klingelt Markus auch gerne mal durch den Visocaster hindurch. Du hast eine Frage. Ja, ich bin Pokémon-Trainer. 6 Orden. Ja, mein Freund. Ich frage mich immer noch, wann wir diesen Markus mal treffen. Der hat uns jetzt schon einige Male über diesen Visocaster genervt. Und wo kommen wir hier hin? Achso, da kommen wir nach Tessera zurück. Ja, ich bin ja ein echter Held, nicht wahr? So, Tipps für Trainer. Boxen sortieren, ja. Interessiert uns nicht. Und da bin ich mal voll in einen Doppelkampf gelaufen. Wen haben wir vorne? Wir werden es gleich sehen. Ich glaube, Brocka und noch jemanden. Eri und Chica. Beide kämpfen mit einem Roselia. Für unsere Brocka alles andere als optimal. Beide auf Level 44. Und Visofang hat mir noch vorne. Gut, aber mit Brocka möchte ich aus Gründen hier auf keinen Fall drin bleiben. Wir könnten natürlich zum Furzplosiv wechseln, um die Pflanzen- und Giftattacken abzufangen. Und ich glaube, das ist in dem Fall auch am sinnigsten. Und mit Jordan greifen wir mal zum Steinschädel auf das rechte Roselia. Let's go! Nach dem Kampf sollte Jordan auch ein Level Up erhalten. Oh, Blättertanz. Holy shit! Hört auf mit den Volltreffern! Oh, fuck. Oh, hau das Roselia weg. Ich glaube, das linke hat gerade angegriffen. Das rechte muss weg. Es muss weg. Holy fuck. Alter, war das ein Schaden. Es war doch das linke Roselia, das da gerade Smogmog angegriffen hat, oder? Oh. Aus irgendwelchen Gründen war Gott sei Dank Jordan schneller als das rechte Roselia. Hätte das auch Blättertanz eingesetzt auf Smogmog, das wäre dann weg gewesen. Hau das Ding da ein Volltreffer Blättertanz raus. Holy shit, nur eins. Smogmog direkt wieder raus. Machomalte, komm mal rein. Uiuiuiuiui. Da habe ich mal ganz kurz mal wieder ein Schrecken bekommen. Denn da war Smogmog ganz kurz davor, besiegt zu werden. Und jetzt ist... Hä? Haben wir alle die gleiche Init? Hat Jordan, also Bisofunk, exakt den gleichen Init-Wert wie die beiden Roselia gehabt? Das würde erklären, warum das eine Roselia... Dann geht es ja nach dem Zufallsprinzip, dass das eine Roselia schneller war
das andere aber dementsprechend langsamer. Und dieses Mal war Bisofunk als das andere Rosé hier schneller. Oh, da hatten wir Glück im Unglück. Holy shit. Und das verleitet mich dazu, mal ganz schnell die paar Schritte zurückzulaufen. Denn das Pokémon Center ist ja gleich ums Eck. Um die Dienste von Schwester Joy und Chanera, das nicht hinter der Theke steht, in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, ab der sechsten Generation? Oder erst ab der siebten? Wo Chanera dann wirklich immer schön hinterm Tresen stand. Fand ich eigentlich immer ganz nett. Oder war das nur ein Pokémon Pikachu, Go Pikachu und Go Evoli, dass die Chanera da hinter den Tresen standen? Ich meine aber auch in die Nachfolgegeneration, oder? Ist auch egal. Hauptsache ist, dass Smogmog den Blättertanz-Volltreffer, obwohl der resisted wurde, ganz knapp überlebt hat. Meine Herren. So, Machomai, fällt du das mal wieder nach vorne. So, die Route war mal wirklich sehr, sehr kurz. Also wenn man jetzt die Route 12 mit der Route 13 vergleicht, das ist ja wie Tag und Nacht, nicht wahr? So, eben nochmal kurz auf die Karte geschaut. Sind wir dann gleich schon in Twin Drake? Nee, noch nicht ganz, denn da kommt erstmal die Dorfbrücke. Und da ist dann noch eine Route. Route 11 führt dann wiederum zu Twin Drake. Ich weiß nicht, ob wir auf der Dorfbrücke ein Pokémon fangen können, aber tendenziell hätten wir da vielleicht sogar noch zwei Encounter, die wir fangen können. Achso, und was ich gerade noch nachschauen wollte, habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht drauf geachtet, als wir nach Tessera zurückgegangen sind. Sorry Leute, dass wir nochmal eben zurücklatschen. Aber wo ich nicht drauf geachtet habe, ob die Menschen... Ja, die Menschen sind tatsächlich nicht mehr draußen. Denn hier ist es ja Tradition, dass nach dem Einbruch der Dunkelheit niemand mehr auf der Straße herumlaufen darf, soll... Eben, weil sie Angst haben, dass das böse Wesen, das Menschen- und Pokémon-fressende Wesen, hier sein Unwesen treibt. Aber wir wurden zum Glück nicht Zeuge davon. Vielleicht überinterpretieren die Leute da ein bisschen. Guck mal, das Item habe ich fast übersehen. Ein Pupo-Stück, was wir vielleicht noch gut gebrauchen können für die Attackenlehrer. So, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zur Dorfbrücke. Hä? Wenn du das nicht gesagt hättest, wäre mir das nicht mal aufgefallen. Aber danke für die Info. So, und schon wieder ein kleines Schielabell. Ach, ich mag dieses Pokémon. So knuffig. Seine Kehrschelle ist mein ganzer Stolz. Okay. Ja, fragwürdig, diese Aussage. So, alles klar, die haben nichts Interessantes zu erzählen. Zumindest nichts, was uns weiterbringt. Ach, und die Dorfbrücke, ja, stimmt. Ich erinnere mich, die Dorfbrücke war auch noch ein eigenständiger Ort. Ich hatte vorher Tessera fälschlicherweise als Dorfbrücke in Erinnerung, aber die Dorfbrücke war noch ein eigenständiger Ort. Und ich wollte gerade sagen, spielt hier überhaupt Musik? Ja, aber nur sehr, sehr leise. Und nur sehr wenige Klänge sind hier zu hören. So, wer bist denn du? Mhm. Okay, hier scheint also auch Pokémon-Trainer zu sein. Was stand da? Hier ist die Dorfbrücke. Ja, danke für die Info. Hätte ich ohne diese Info, ohne dieses Infoschild nicht herausgefunden. So, übrigens, wenn ich die Schnellrenntaste drücke, dann fangen auch die NPCs an, auf einmal zu rennen an. Komischerweise, obwohl ich ja mich selber nicht bewege. Naja, na, wer schneller? Boah, das ist gutes Workout, oder? Fast identisch, eigentlich exakt identisch gleich schnell. Hier auf dem Tenniscourt finden wir erstmal ein Nugget. Hey, ein Item zum Verkaufen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die beiden kämpfen wollen, oder? Komm, dann tun wir denen doch den Gefallen. Ja, sie wollen kämpfen. Entschuldigung, dass wir dich bei deinem
Workout bei deinem Beintraining stören. Tennisass Vespera. Auch ein schöner Name irgendwie. Sie kämpft mit einem Drisella. Level 48. Ich glaube, wir werden so langsam echt ein bisschen underlevelt sein, wenn das so weitergeht. Da müssen wir echt aufpassen. Und Drisella ist ebenfalls ein Pokémon, das einen Blättersturm oder einen Blättertanz raushauen kann. Und wir haben gerade schon bei Roselia gesehen, wie viel Schaden das anrichten kann. Drisella ist zwar auch eher das defensiv eingestellte Pokémon, aber mit 5 Leveln Unterschied und neutraler Effektivität macht das auch bei Machomai nicht wenig Schaden. Wir gehen mal zum Überroller. Taumeltanz. Ja, ich glaube, das Pokémon konnte diese ganzen Tänze, ne? Blättertanz, Taumeltanz. Und Machomai schlägt sich natürlich selbst. Ach, Malte. Du musst dich doch nicht immer selbst schlagen. Ich traue mich jetzt schon fast nicht mehr drin zu bleiben. Wobei, One-Shotten, also mit einer Attacke umbringen, wird es uns schon nicht, oder? Falterreigen! Okay, das Ding müssen wir ganz, ganz, ganz schnell besiegen. Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative steigen. Oh, Gott sei Dank ist die Verwirrung weg. Hau das Ding weg. Hau das Ding ganz schnell weg. Oh, es hat überlebt. Oh, shit. Was tun wir da? Uns fehlt definitiv ein Feuer-Pokémon im Team. Ich muss zu Furzplosiv. Und er muss erneut eine starke Pflanzenattacke abfangen. Ich hoffe nicht, dass er auch auf einen zweiten Falterreigen geht. Taumeltanz wieder. Falterreigen ist eine extrem gefährliche Attacke. Und Matschbombe ist natürlich speziell. Okay, wir sind schon verwirrt. Hat er da unseren Wechsel predicted? Natürlich schlägt auch Smogmog sich selbst. Und so ganz theoretisch gesehen, ne? Wenn ein Pokémon, das verwirrt ist, das einen Beulenhelm trägt, sich selbst schlägt, müsste es doch theoretisch auch doppelten Schaden bekommen, oder? Aber tut es für uns in dem Fall zum Glück nicht. So, bitte komm durch. Warum greifst du nicht an? Das Teller wird doch wohl eine Angriffsattacke beherrschen, oder? Okay, Gott sei Dank ist es besiegt. Ich habe keine Ahnung, warum er jetzt da die ganze Zeit auf Taumeltanz gegangen ist. Hat sich da so ein bisschen selbst ausgespielt, die Tennisspielerin. Aber das war potenziell extremst gefährlich. Holy shit, noch eins. So, mit einem Blick zur Uhr. Komm, einen Kampf machen wir eben noch gegen die zweite Tennisspielerin. Ich hoffe nicht, dass sie was ähnlich Starkes droppt. Gucken wir mal, was ihre Gegnerin zu bieten hat. Ihr Aufschlag hat eine Geschwindigkeit von 200 Gamma. Das glaubst du doch selbst nicht. Ich habe zwar keine Ahnung, was so der Weltrekord ist. Tennisass Werner. Ach, und sie kämpft natürlich mit dem Gegenüber von Drisella mit Elfun, was auch nicht unbedingt weniger gefährlich ist. Aber ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was der Weltrekord in Sachen Geschwindigkeit beim Aufschlag ist, aber 200 km/h ist, erscheint mir doch ein bisschen sehr viel, oder? Geht vielleicht irgendwie so in den 120er Bereich, würde ich jetzt so einschätzen. Aber viel höher doch nicht, oder? Aber kann auch sein, dass ich gerade Unsinn erzähle. So, Elfun auf jeden Fall auch ein Pflanzen-Pokémon. In der 6. Generation hat es den Feentypen dazu bekommen. Hier allerdings eben noch nicht. Ich greife mal zur Steinkante. Einen Angriff überstehen wir auf jeden Fall. Megasauger. Elfun ist auf jeden Fall schneller. Eins der schnellsten Pflanzen-Pokémon überhaupt. Macht über die Hälfte an Schaden. Steinkante trifft. So
Soweit ich weiß, kann Elfhuhn sich nicht boosten. Zumindest kann es nicht den Falter reigen, soweit ich weiß. So, jetzt wird wahrscheinlich noch ein Megasauger kommen. Und es tut mir leid, ich muss ja wieder zu Smogmog wechseln. Unser einziger guter Konter gegen Pflanzen-Pokémon aktuell. Da wir kein Feuer-Pokémon im Team haben und auch noch kein einziges Flug-Pokémon besitzen. By the way, ich glaube, wir haben auch noch kein einziges Boden-Pokémon im Team, oder? Hatte ich, glaube ich, mal irgendwann zwischenzeitlich erwähnt. Windstoß. Ja, stimmt, Elfen kann auch Flugattacken. Ich hatte mal irgendwann zwischendurch erwähnt, Volltreffer natürlich, dass Boden mein Lieblingstyp in Pokémon ist. Aber ich glaube, wir haben noch kein einziges gefangen, oder? Mit Ausnahme von Hella, von unserem Rihorn, das ja mittlerweile nicht mehr unter uns weilt. Aber ansonsten, das interessiert mich jetzt gerade. Lass uns... Ah, ich glaube, die Stadt hat kein Pokémon-Center, kann das sein? Ich wollte gerade sagen, sonst könnten wir mal kurz ins Pokémon-Center gehen. Aber diese Stadt hatte die Besonderheit, dass es kein Pokémon-Center hatte. Aber ich meine, ein Heilhaus zumindest, oder? Hältst du sogar unser Team? Oh ja, Gott sei Dank, wir haben direkt im ersten Haus die Heilfrau gefunden. Auch ein weiterer Beleg dafür, dass es hier kein Pokémon-Center gibt. So, und was macht das Pokémon hier? Hypno! Nein, du bist kein Hypno. Hypno ist ein anderes Pokémon. So, alles klar. Aber liebe Freunde, ich wollte eigentlich nochmal auf der PC-Box checken, ob wir wirklich noch kein Boden-Pokémon haben. Ich meine aber schon fast ja. So, dann haben wir beim nächsten Mal hier noch ein bisschen zu tun, um diese Dorfbrücke zu erkunden. Hier können wir sogar noch ein bisschen surfen. Bist du ein Trainer? Okay, er hat viel Spaß beim Pokémon World Tournament. Interessant. Oh ja, wir können sogar unter der Dorfbrücke hinunter durchgehen. Ich würde sagen, wir erforschen den Ort beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Schwarz 2, der Randomizer Nuzlocke Challenge im Hürdenmodus. Ich bedanke mich erstmal wieder für eure Aufmerksamkeit und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Killer.